Hallo und herzlich willkommen hier zu Teil 12 unseres gemeinsamen Let's Plays zu Far Cry 4 und im schönen Frühjahr. Herzlich willkommen, Kirby. Vielen Dank. Ja, wir haben im letzten Teil, das hast du gar nicht mehr mitbekommen, ne? Du hast es ja bestimmt auch noch nicht angeguckt, wie ich fast von einer Schlange dahin gerafft worden wäre. Nee, stimmt, da musste ich ja wieder raus. Nee, habe ich wieder nicht mitbekommen. Ich sag's dir, das war was. So, und Miss Strangelove, wir haben's gemacht. Wir haben gejagt. Offline, also genau, out of camera. Wir sind jetzt, wir können wieder Geld mitnehmen. Genau, das können wir ja mal ganz kurz zeigen. Wir haben alles ein bisschen erweitert. So, Das ist ganz schön viel Arbeit, ne? Ja. Dass man mal eine Erweiterung hinkriegt. Oh, ich sag's euch. Und hier Honigdachse, die wir jetzt brauchen. Und wir haben schon zwei Fälle, das sind die gefährlichsten Tiere bei Far Cry. Honigdachse. Ich hoffe, wir kriegen noch mal einen zu Gesicht. Ja, die haben wir wirklich unterschätzt, die kleinen Mistviecher. Boah. Ja, auf jeden Fall. Wir können jetzt drei Waffen mittlerweile tragen. Wir haben einmal den Geldbeutel erweitert, brauchen jetzt Affenfälle, okay. Beutetasche haben wir auch einmal erweitert, Spritzentasche sogar zweimal. Ja, ihr könnt sehen. Super. Und Köcher haben wir jetzt auch. Genau, wir haben auch 5 Fertigkeitspunkte, die werden wir auch gleich noch verwursteln. Aber erstmal orientieren wir uns dorthin, wo wir als nächstes hinwollen. Genau, storytechnisch haben wir natürlich off-camera nichts gemacht, wir haben nur ein bisschen gejagt. Ja, wir haben auch nichts eingenommen, gar nichts. Nein. So, was müssen wir denn als nächstes eigentlich machen? Wir haben doch so einen Ruf bekommen. Da mussten wir irgendwo nach oben. Nee, das war nicht da. Das war irgendwie woanders. Da, ne? Ist das das? Nee, das ist nur ein Propaganda-Poster. Glockenturm. Ja, sage mal, was war denn unsere Aufgabe? Heißt, gute Frage. Wo ist denn eigentlich unser... Haben wir kein Aufgabenmenü? Ist eine gute Frage. Wir sind ein bisschen lost im Moment. Ja, wir waren so mit Jagen beschäftigt. Ich glaube, wir werden einfach mal in die Hauptstadt reisen. Wir hatten auf jeden Fall, sollten wir da irgendwo einen Berg hoch, Geisel. Guck mal, da ist eine Geisel drin, oder was? Was ist denn das für ein Zeichen mit den gefesselten Händen? Ich glaube, das ist hier die Mission. In einem Unterschlupf kannst du, ja, das wissen wir doch. Ach, ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Die hat dieses Zeichen, guck mal. Vielleicht die verteilt eine Geiselrettungsaktion. Stimmt, das wollten wir ja nicht machen. Aber hatte uns, ich dachte, dass uns wieder dieser Mensch gerufen hat, der Messias der Waffen. Genau, hier. Der wollte doch was von uns. Richtig. Gut aufgepasst, Kirby. Ja, vielen Dank. Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Ich ja. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und Ihre Positionen ändern sich nie. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale. Oder? Ja, genau. Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ich schulde dem Gordon und Fahrt was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Sehr ehrenhaft. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Naja, also ich hätte jetzt auch gesagt, einer muss halt was mal unternehmen, ne? Wenn die jetzt sich ständig im Kreise drehen. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Ist kalt, wa? Sie sieht halt das große Ganze, ne? Ja, solche Entscheidungen könnte ich nie treffen, ne? Ich würde immer jeden Einzelnen in Betracht ziehen. Aber wahrscheinlich im Krieg dann auch nicht weit kommen. Ich wette mit dir, wir müssen jetzt diese Entscheidung treffen. Tja, aber die darfst du natürlich Entscheidung. Treffen. Machtverhältnismissionen sind äußerst wichtig für den goldenen Pfad, aber Amita und Sabal haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähle, wen von ihnen du unterstützt. Deine Entscheidung wird zu einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen. Auf diese Weise sorgst du auch in den kommenden Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis zur nächsten Machtverhältnismission Anführer des goldenen Pfads ist. Ja, dann reden wir doch mal mit denen, wa?
Ich halte mich da allerdings dann, denke ich mal, raus. Ne? Sonst haben wir nachher auch hier Machtkonflikte auf der Couch. Nein, wir können das diplomatisch lösen. Wir sind nicht so... Diplomatisch. Mit Faustteam. So, Moment, wo sind sie denn? Ach, guck mal, da sind sie doch. So, mit wem reden wir zuerst? Hören wir uns erstmal an. Die steht schon mal da. Genau. Siehst du, wir sind uns schon einig. Ja. Amita, ich besorge die Infos. Okay. Moment mal, haben wir das jetzt direkt angenommen? Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Das finde ich aber jetzt blöd. Da stand doch, sprich mit beiden und entscheide dann. Ja, eigentlich schon. Achso, guck mal. Mita möchte, dass du die Informationen aus einem nahegelegenen Camp des Goldenen Pfades birgst. Lehnst du Sabals? Ah, okay. Dann hören wir uns hier aber erstmal ab. Genau. An. Genau. Ab. Da sitzt er. Oh, guck mal, der sieht ja völlig geknickt aus. Ja, der Arme. Wie kann ich helfen? Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann. Aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Dann mach dich auf den Weg. Weißt du, was das Schlimme dabei ist? Bei meinen Schussfähigkeiten weiß ich noch nicht mal, ob ich so wirklich die Hilfe da wäre oder ob da nicht mehr Kollateralschaden entsteht, als ich da irgendwie gut mache. Ja. Hm. Was meinst du? Deine Entscheidung. Tja. Also ich ehrlich gesagt bin eigentlich für den Sabal, weil ich auch finde, man sollte erstmal die Leute schützen und wenn die in Sicherheit sind, dann weiter agieren. Ja, ja. Allerdings, was natürlich, die weiß, dass da Informationen sind, der sagt, ein Lager könnte überrannt werden. Sicherlich wird es auch überrannt werden, so laufen die Spiele halt. Ne? Aber komm, wir, oder? Also du musst es echt wissen, also ich glaube, die Mission von Amita ist angenehmer, weil du da nur selber für dich Informationen holen musst. Ich mach das jetzt hier, glaube ich. Das ist ehrenhafter, finde ich. Tut mir leid, Amita. Beim nächsten Mal bist du dran. Wir machen das immer im Wechsel. Amita. Habe ich auch eben drüber nachgedacht. Schlimm, ne? Ja. So, erreiche Camp Bravo. Entschuldigung, Amita. Es tut mir echt leid. Ja, mir nicht. Ein bisschen. Jetzt bin ich knallhart. Die ist doch auch knallhart. Ja, das stimmt. So, wo? Camp Bravo? Boah. Ist aber weit weg. Ja. Nehmen wir ein Auto. Kilometer. Was klingen denn da für komische Glocken im Auto? Das ist bestimmt so ein Glücksbringer. Wo ist es denn? Da, nee, links, drunter, runter, da. Nein, doch nicht, oder? Nee. Schade. Dachte, das Grüne wäre es. Was ist denn das da unten, das Gelbe? Ach, das ist es. Oder ist das von uns gesetzt? Nee. Nein, das ist es. Okay. Sehr schön. Okay. Hoppa, entschuldigt. Oh, ich glaube, wir hätten doch besser die anderen müssen. Eieieiei, das war also sehr unangenehm. Das sind keine guten Taten, meine kleinen Brüder und Schwestern, aber wer ist verantwortlich für unsere Misere? Sagen wir es ganz offen, reden wir über den Elefanten im Porzellan. Kann er durch Wasser fahren? Let's see. Nein. Das war lustig. Ja. Nashorn. Ich weiß nicht. Brauche ich eine Panzerfaust. Ja, aber ehrlich, ich weiß nicht, dieses kleine Pistölchen. Nee. Man muss auch mal wissen, wann man die Finger davon lassen sollte, ja. Ach, schau mal, hier ist die Straße. Ich entferne mich ja gerade davon, ne? So. Du musst. Nee. Ah doch. Also genau. Vom Wegpunkt eigentlich nicht, aber von dem Wegmarkierung. Das sind Sabale. Nee, wie heißen die nochmal? Die wir gestern gesucht haben. Diese Bergziegen da, oder? Ah, Barale, genau. Ja. Boah, ich glaube gar nicht, wie lange das gedauert hat gestern, bis wir so ein paar Barale hatten. Ja, wir wollten es erst fachmännisch machen, schön, Opa, mit einem Zielferngewehr. Letztendlich haben wir dann doch gedacht, Maschinengewehr ist besser. Ja, wir haben dann die AK dafür genommen. Ja. Die hat sich als äußerst hilfreich entpuppt. Genau. Du musst mit mir reden, warum? AJ, immer eine Freude, dich zu sehen. Ja, danke. Dein Auto ist kaputt, Junge. Ja, sag's aber dir ungern. Guck mal, hier steht eins. Meins. So, guck mal, steht auch goldener Pfad. Ah, so.
Alles klar. Hier hört den Sender freies Kyrat. So. Oh, wie ihr alle wisst, benutzt ich finde die Autoanimation. Ich will drehen. Als Zentrum für hat einen Anhänger, glaube ich, ne? Oh Gott, ich falle, ich fahre gegen den Baum. Das tut mir leid. Das ist aber auch, warum schwimmt das denn so? Heilig. Ach so, meine Güte. Oh, ich glaube, da können wir nicht durch. Oder? Doch, sollen wir sogar. Dabei spielt das hier gar keine Rolle. Wir haben überhaupt keine Antidroge. Ach, sieht mehr aus wie eine Quad-Tour, ne? Der Weg. Bisschen, ja. Oh, guck mal, ist ein Helikopter daneben. Oh nein. Nein. Ich bin jetzt gerade einmal in Fahrt. Das noch einen Unterschied machen würde. Guck mal, wie schön da hinten die Berge. Ja, ne? Und der Zwangsarbeit. Lala. Ich würde auch gerne mal in die Berge fahren. Das machen wir. In den Schnee. Nächstes Weihnachten. Deal. Und ich zeig's mir hier den Teil vom Let's Play und kannst mich drauf festhalten. Ja, genau. Du hast das versprochen. So, lala. Naja, dann kriegen wir so. Läuft doch eigentlich ganz gut hier. Läuft prima. Andererseits haben sie das Ding jemandem gegeben, der letztes Spiel, in dem ich so viel Auto fahren musste, war, glaube ich, Dead Island. Ja, stimmt. Das war nicht besonders subtil. Ich spreche von Präsident Obama. Ja, und jetzt Borderlands auch, aber das hängt ja im Moment bei mir ein bisschen. Ja, Karma-Ereignis machen wir mal nicht. Nee, das ist, dann kommt man einfach nicht von der Stelle, die gibt es zu häufig, haben wir auch beim Jagen gemerkt. Die sind wirklich. Oh, ein Händler, brauchst du was? Nee, nee. Haben wir auch noch gemacht. Ich respektiere. So, ich denke mal, wir fahren jetzt nicht in Feindgebiet, sondern wir fahren jetzt in freundliches Gebiet und erwarten dann Feinde, ne? So sieht's aus. Es sind Feinde auf der Karte. Links, jede Menge. Ja, stimmt. Aber das ignorieren wir jetzt mal. Genau. Solange das geht, solange man es ignorieren kann. Ja, wir fahren dem schön hinterher. Was steht denn da? Ein Elefant. Ein Elefant. Du Scheiße. Ah, guck mal, das ist, ja genau. Du benötigst Marken, um sie zu rufen, um Marken einzusetzen. Ja, Marken haben wir gekauft, übrigens, letztes Mal. Okay. Ne? Ja, stimmt, 3 Stück. Gestern, ja. Also wir hätten welche, wenn es denn sein muss. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Opa. Auf Einmischung in offizielle Einsätze der Royal Army steht die Todesstrafe. Mitten durchgefahren. Wer solch rebellischer Verbrechen für schuldig befunden wird, wird umgehend standrechtlich erschossen. Führen wir die jetzt nicht dahin? Unsere so Verstärkung können wir jetzt. Also das oben ist die Zeit, in der man die rufen kann, denke ich. Ja? Ah ja, genau. Wir sind schon auf dem Weg. Oh nein, nicht rufen. Habe ich jetzt gerade gar nicht. Also das ist auf jeden Fall rufen, tut man die, indem man das Steuerkreuz nach unten drückt. Man ruft mal, setzt man die Marken ein. Wow, uiuiui. Oh, wir sind da. So, super. Gut, biete den Rebellen deine Dienste an. Ich glaube, du hättest hochgemusst, ja. Oder? Ja. Vielleicht geht's da ja auch noch lang. Probieren wir's. Ah, okay, oder auch nicht. Oder doch? Ich glaube nicht. Aber ah, okay. Du steigst jetzt aus halt, oder? Genau, wir gehen zu Fuß. Denn wir lieben Berge. Berge des goldenen Pfads. Ach, schau mal, wir sind schon da. Das ist ja top. Als wäre es Absicht gewesen. So, was geht hier ab? So, was ist das denn hier? Das nehmen wir das gleich. Das sind wir schon mal. Schön, dich zu sehen. Wir sind bereit für die Bastarde. Quatsch nicht, gib mir dein Zeug. Oder geh an das Geschütz. Zeigen wir es denen. Genau. Setz dich an das Geschütz. Ja, Jäger sind leise und tödliche Einheiten, die über Pfeifen miteinander kommunizieren. Sie können sich durch die Vegetation sehen. Jäger bleiben für einige Sekunden markiert, bevor die Markierung verschwindet. Sie können Raubtiere beschwören? Was ist denn das jetzt für eine übersinnliche Scheiße? Keine Ahnung. Mann, Mann, Mann. Nun gut. Ich hab Angst vor mir. Ja, wo sind Leite sie? Dich vor. Ich bin vorbereitet. Okay, man sieht ja halt schon rote Sachen auf der Karte. Sieht man? Ja. Also wenn es keine roten Pflanzen sind, sind das auch rote Pflanzen. Sie können von überall kommen. Wie geht es dir, AJ? Mir geht's gut. Also ich bin ein bisschen angespannt, aber mich fragt ja hier keiner. Wie geht's dir, Schatz? Ich bin ein bisschen angespannt. Oh. Nein, nein, nein! Was? Nein, nein, nein.
Ist das keiner? Sie schicken Jäger. Verschwende keine Zeit. Schieß einfach sofort. Scheinbar nicht. Da hinter dem aber. Sie kommen aus dem Westen. Angriff aus dem Süden. Wo ist der Süden? Aus dem Westen. Sie kommen aus dem Süden. Kann man die nicht klettern? Ah. Nee, ich glaub nicht. Dann da. Du bist tot! Wer, ich? Oh ja, sehr gut. Die orientieren sich alle nach rechts. Genau, dahin. Oh, ich habe einen erwischt. Ja, allerdings sind die auch schon zwei Rebellen erwischt. Da oben kommen die vom Berg. Da oben. Wir kriegen sie. Da sind wieder welche am Berg. Da unten. Komm schon, du oh. Orientieren sich alle hinter dich gerade. Ach, Kirby, du bist super. Da, da links. Da, mach dir mal ruhig. Probier's ruhig. Drei Leben noch von deinen Rebellen, die du verteidigen musst. Da oben. Rechts. Was? Rechts oben, noch mehr rechts. Da oben. Und ganz oben auch noch, weil irgendwie sich auch positioniert da oben. Ja, der Tuso hat mir auch mal den tollen Tipp gegeben, ich soll hier, anstatt hier hinten irgendwo rechts, links oben. Ach ja, die Uhrzeit, ne? Ein bisschen mit Uhrzeiten machen, aber Leute, das kann ich nie im Leben. So, ihr seid doch da oben. Ja, die sind jetzt noch irgendeiner Seite drin. Wohin rücken die vor? Wohin gehen die denn? Komm, die letzten drei müssen wir verteilen. Da oben! Ha. Nein! Oh Gott! Ah Mann, nein! Verdammt! Da kommt schon der nächste nachgerückt. Der ist jetzt ein bisschen noch da. Ich würde jetzt nach rechts gehen und gucken, ob man den da wieder sehen kann. Da oben, ne? Naja, der schickt die Pfeile von da. Camp steht in Flammen. Ah, es ist nicht gut. Ich glaube, es ist vorbei. Echt? Der meinte, das war ein Jäger. Das Camp ist sicher. Das Camp ist sicher. Okay, jetzt geh zum anderen Camp und sieh, was du tun kannst. Eieieiei. Okay. Ja, sorry. Wenn wir angreifen, wissen wir oft nicht, aus welcher Richtung. Bis der erste von uns von einem Pfeil getroffen wird. Ah, Mann, Mann, Mann. Die Hälfte hat überlebt immerhin. Ohne dich wäre das sicherlich nicht so gekommen. Was, ohne dich würde ich eher sagen. So, inzwischen müsstet ihr alle wissen, dass AJ Gale, Sohn des Mohan Gale, nach Kyra zurückgekehrt ist und sich den Goldenen Pfad angeschlossen hat, wie sein Vater vor ihm. Meine Männer und ich haben ihn vor dem betrügerischen König Min gerettet und er hat sich bei der Verteidigung Banapurs und der Abwehr von de Pleurs lächerlichem Gegenschlag bereits im Kampf bewiesen. Kämpft weiter, meine Brüder, denn wir sind im Krieg, doch die Götter sind uns wohlgesonnen. Lang lebe der Goldene Pfad und lang lebe Kyra. Sabal. Sehr gut. Guter Anführer. Eieieiei. Ja, ich bin nur froh, dass ich nicht draufgegangen bin. Du, ein Adler. Ja. So. Jäger verfügen über Brandpfeile und können Tiere gegen dich einsetzen, ja. Ja, das haben wir gemerkt. Genau, das haben wir gemerkt. Leider. Oh, es tut mir so leid. Tagebuch. So, jetzt müssen wir zu einem anderen Lager, ne? Wir müssen dasselbe nochmal machen, genau. Aber ich würde sagen, das machen wir, glaube ich, im nächsten Teil, ja, oder? Ja, würde ich auch sagen. In die Richtung geht's und dann wird's besser laufen. Ganz bestimmt. Bis dann. Ciao. Tschüss.